Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Grand Age Medieval. Unser Händler ist hier, da ist der Milos Dusan und der sollte hier was abholen und zwar... Ne, der sollte hier gar nichts abholen, glaube ich, ne? Wir wollten Prunk besorgen, dafür brauchen wir aber das, glaube ich. Und das brauchen wir auch. Keramik ist für den jetzt auch noch gefragt. Oh, hier sind ja Getreidefelder ohne Ende da. Achso, wir wollten auch noch Anhänger ausbauen, ne? Aber hier gibt es kein Gasthaus, aber das können wir hier auch bauen. Da bauen wir einfach, das spielt keine Rolle. Aber wir reisen mal weiter hierhin. Gucken gerade rein, hier gibt es ein Gasthaus. Da gibt es auch Karren, dann lass uns mal hier... 3 Karren bestellen. Gegen Bezahlung kannst du freie Arbeitskräfte von dieser Stadt in eine andere schicken. Okay, das brauchen wir nicht. Was kann ich für euch tun? Angebote im Gasthof. Prunk. Für 39 Holz bietet er mir das. Warte mal, da müssen wir erstmal Schluss machen. Hier. Holz. Und Steine. Was handeln, produzieren wir denn hier? Ah, nicht das, was ich will. Salz, Bier und Brot. Salz, Bier und Brot. Ich grüße euch. Wollen wir handeln? Steine wird er nehmen wollen. Und Prunk? 39 Ziegel für einen Prunk. Das würde sich gut anhören, ne? Nee. Das lohnt nicht. Dreck war klar. Karren anwerben brauchen wir auch nicht. Karren. Die laufen. Gut. Dreifache Geschwindigkeit haben wir. Achso, das ist ein Bautrupp, der da steht. Ich dachte schon, das Spiel steht, aber ist nicht so. Aber Bautrupp steht so rum. Was machen wir denn mit dem Bautrupp? Also wir müssen immer da oben rum. Der könnten wir eigentlich von da nach da eine Straße bauen. Das wäre eine Abkürzung, ne? Lass ich mal machen. Wo sind sie denn jetzt? Bewegen die sich? Nicht wirklich, ne? Ach so. Da. Packen wir es an. So, was müssen wir hier machen? Ne, den Händler auswählen. Aber das ist nicht der richtige. Gut. Da müssen wir den richtigen noch kriegen. Die bauen aus. Der ist noch unterwegs von hier unten, oder? Da wird noch gebaut. Nee, irgendwo anders ist der Händler. Oder waren das 2 Händler hier in der Stadt? Das kann auch sein. Ah, es waren 2 Händler. So, erstmal den Karren. Die erhöhen wir. Abbrechen, das ist verkehrt. Das haben wir erhöht. Er hat Waren dabei. Und zwar brauchen wir hier das. Nee, Quack, das war falsch rum. Ich glaube, das brauchen wir hier auch. Die nehmen wir mit. Und der Rest. Das ist, glaube ich, jetzt nicht interessant für dieses Örtchen. Schon gehen wir unterwegs. Dahin. Okay, die nehmen einen kurzen Weg. Und die bräuchten hier wahrscheinlich nicht so lange wie da lang. Ja, aber wir können das ja alles aufrüsten, so ist ja nicht. Gut, Händler ist durch.
Dann gucken wir mal hier rein. Die 8 nehmen wir mit und die brauchen hier die Kohle, um das zu machen. Zitrusfrüchte, was haben wir noch mit? Das nehmen wir mit. Und das brauchen die hier nicht. Aber wir können mal hier nochmal reingucken. Wir können hier mal steigern, ne? 2 können wir machen. Ruhig. Gut, okay. Dann gehen wir hier nochmal hin und die Straße weiter ausbauen. Packen wir es an. Gut, machen wir auch. Produktion. Ja, das müssen wir jetzt haben, ne? Da müssen wir erst den Händler anklicken. Und dann die Stadt und dann den Handel betreiben. Das nehmen wir mit. Das können wir, glaube ich, auch mitnehmen. Der Wein ist ja auch ganz nett. Bringen wir in eine andere Stadt. Schon unterwegs. Gehen wir dahin. Ach, hier können wir den Prunk dann auch noch ausbauen. Passt. Die bauen dann noch aus. Und ist, glaube ich, schon dann die letzte Stufe, die die ausbauen. Passt also. Hier müssen wir gerade reingucken dann. Die kriegen das. Und das kriegen wir auch. Das können wir hier auch lassen. So läuft's. Was waren das nochmal? Ja, Werkzeuge und Keramik. Dann holen wir die Kohle hier schon weg. Unterwegs. Da können wir noch ein mehr machen. Ah, zwei nicht, ein mehr machen reicht. Das ist okay dann. Was haben wir hier? Ach, hier gibt es auch Prunk. Guck mal an. Machen wir noch 3 dazu. Okay. Wir brauchten Keramik dann. Was gibt's hier? Nix. Wie ist denn die Strecke? Warte mal, die Bauarbeiter. Ne, die sind am Bauen. Können wir noch nicht wegnehmen. Da müssen wir gerade noch warten. Da ist unser Händler und die Kohle nehmen wir mit. Ich glaube sonst... Dies können wir auch mitnehmen. Jetzt gehen wir gerade hier hin. Das war der falsche Klick, sondern rechts. Mit Vergnügen, genau. So. Prunk. Aber da fehlt uns das auf jeden Fall noch. Kohle können wir noch aufnehmen. Ja. Trinken nehmen wir mit. Fisch nehmen wir auch mit. Sehr wohl. Die sind fertig, das heißt. Upgraden ist nicht mehr? Nein. Das bedeutet, wir versuchen mal von da nach deine Stadt zu bauen. Das wäre da lang zu gehen. Lass ihn machen. Ein schöner Weg. Da ist unser Händler. Der nimmt nochmal Kohle auf. Das haben sie. Den Wein können wir hier verkaufen. Und dann geht's erstmal wieder zur Heiter, hier lang. Ach so, warte mal. Die bauen ja nicht sofort. Sondern der Weg wird angelegt. Jetzt bauen sie dann. Hände aus den Taschen. Gut. Da wird noch gerade gearbeitet an dem Prunk. Und da haben wir jetzt schon 6. Können wir denn hier auch
Produktion kann gegen eine bestehende Produktion ausgebaut werden. Nee, warte mal, ich muss das... Wie mache ich denn eine weg? Nee, da bin ich hier wohl falsch. Aber was willst du hier wegmachen, das? Nee, lass mal laufen, egal. So. Nein, Bau nicht abbrechen. Lass die mal ruhig weiterarbeiten, aber wir kümmern uns nicht mehr drum. Das nennt er, da ist der Bautrupp, genau. Warte, wo ist denn unser Händler? Ist das der eher? Ja. Dann gucken wir da nochmal rein. Die sollten aber eigentlich schon weitergereist sein. Der sollte nämlich schon hier sein. Das war jetzt doof gelaufen. So. 7x Prunk ist da schon vorhanden, ne? Ja. Da kommt jetzt der Händler an. Dann gucken wir gerade weiter. So, der braucht... Oh, schade. Das braucht er. Den nehmen wir mal mit. Den Fisch können wir hier lassen. Das und das nehmen wir mit. Ja. Und dann geht's noch da weiter. Eigentlich müssten wir noch mehr Keramik haben, ne? So, die 66 nehmen wir mit. Und die 143 lassen wir hier. Die haben jetzt auch erstmal genug Kohle, ne? Eisen können wir mitnehmen. Tja, das brauchen die eigentlich auch nicht, ne? Gut. Denen fehlt Getreide, ne? Getreide, wo war das? War das hier? Ja. Exquisit. Dann, aber warte mal, das machen wir anders. Erstmal hier hin und dann darunter. Exquisit. Weil dann können wir das Getreide holen, 600-fach, und das bringen wir mal da oben hin. Oder auf jeden Fall irgendwo hin, wo es wichtiger ist, ne? So, hier brauchen wir das. Das auch. Das kannst du auch da lassen. So. Da ist noch nichts fertig. Ziehen wir hier runter. Wieso ist da eigentlich so viel? Das ist Korn dreimal. Guck mal an. Und solche Kornkammern sind da. Ja. Entwicklung. Wir haben noch drei, tatsächlich. Hier ist noch was. Ach so, wenn der Kringel nicht da ist, ne? Aha. Produktion wird verdoppelt von Töpfereien. Genau das brauchen wir. Und Fleisch gibt's noch gar nicht, oder was? Ach, deswegen gibt's kein Fleisch, weil wir die noch nicht eingeführt haben. Tja. Machen wir auch, ne? Ja. Gut.
Dann haben wir auch die Punkte schon mal verbraten, die wir vorher noch gar nicht verbraten hatten, ne? Wo ist er denn jetzt hier? Na, egal. Ach so, der ist unterwegs hier hin, wegen dem Getreide. So, dann ist er da. Handel. Punkt gibt es hier nicht, aber hier gibt es das Getreide. Das packen wir jetzt erstmal an, ne? Und dann geht die Reise wieder hier hoch, aber ich glaube, wir gehen hier rüber. Sehr wohl. Ach, hier fehlt auch die Keramik. Hier gibt's die Kohle. Exquisit. Was produzieren die denn hier? Ja, reichlich Früchte und Getreide, ne? Und Metalle haben die auch. Ach so, wir können mit dem Fleisch gar nicht arbeiten, einfach aus dem Grunde, weil wir gar kein... Warte mal, das wäre ja hier, ne? Da muss das jetzt auch möglich sein. Tja. Gut, da müssen wir vielleicht mal schauen. Der Händler ist jetzt hier, ne? Ja. Wir haben 600 Waren dabei. Aber hier ist genug Getreide. Ja, die anderen Sachen sind alle reichlich vorhanden eigentlich schon. Ja, gut, dann nicht. Schon dann unterwegs. Dahin. Die haben auch Getreide genug. Das bedeutet, wir können gleich schon dahin gehen. Hier fehlt es an Getreide. Das wollen wir dann da mal abliefern, damit die Brot kriegen zum Beispiel oder so. Sich selber da ein bisschen versorgen. Gut. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.